Sehr geehrter Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich heiße übrigens Maria Kleinschmeink, einfach so viel Zeit muss sein. Grundsätzlich, wir haben heute reden wir über einen Gesundheitshaushalt, der mit 4,46% nur einen Bruchteil des Gesamthaushaltes ausmacht, aber auch nur einen Bruchteil dessen, was wir im Gesundheitswesen ausgeben. Trotzdem will ich heute an dieser Stelle über diesen Teil reden, weil es lohnt sich, darüber zu reden. Es geht nämlich darum, wie viel der gesamtgesellschaftlichen Aufgaben wir tatsächlich auch über steuerfinanzierte Mittel aufbringen. Und da, Herr Minister, muss ich sagen, da bin ich unruhig geworden. Denn ich schaue mir den Haushalt an, und der ist ungefähr gleich geblieben vom Steuerzuschuss her. Und ich sehe auch in der mittelfristigen Finanzplanung nur einen minimalen Aufwuchs. Das zeigt ganz, ganz deutlich, es wird wieder dazu kommen, dass die Versichertengemeinschaft der gesetzlich Versicherten viele, viele Aufgaben stemmen muss, obwohl es sich um gesamtgesellschaftliche handelt. Und das ist nicht in Ordnung, und das ist etwas, was ich Ihnen ins Stammbuch schreiben will. Ich nenne mal einige dieser Aufgaben und einige Teile des Reformstaus, die wir sehen nach acht Jahren großer Koalition und 4 Jahren Schwarz-Gelb. Die Fachkräftesicherung, ich nenne die Digitalisierung, ich nenne das ewige Thema der Krankenhausinvestitionen. An keiner Stelle sind wir dort weitergekommen. Und Sie haben letztens, Herr Minister, von einem Vertrauensverlust gesprochen. Und ich kann Ihnen sagen, der gilt nicht nur für die Pflege, der gilt auch für sämtliche Beschäftigten im Gesundheitswesen, allen voran den nichtärztlichen Berufen, weil in der Tat haben wir eine Situation, wo wir es uns leisten, dass Menschen, die unbedingt erforderlich sind, hohe Qualifikationen haben, Schulgeld für ihre Ausbildung zahlen müssen. Nicht, dass sie nicht vergütet werden, sondern sie bringen noch Geld mit. Das ist ein Anachronismus, der muss abgestellt und dafür müssen wir Gesamtgesellschaft Mittel vorsehen. Gute Versorgung braucht verlässliche, gerechte und nachhaltige Finanzierung. Ja, das ist klar. Aber sie muss auch gerecht finanziert sein. Die Bürgerversicherung ist ein wichtiger Baustein. Der andere wichtige Baustein ist es, dass wir Steuermittel aufbringen, um diese Aufgaben zu erfüllen. Und ich nenne da mal die Digitalisierung, eins Ihrer Lieblingsthemen, Herr Minister. Wo sind die Mittel, die steuerfinanziert aufgebracht werden für den Anschluss der Krankenhäuser an die IT? Wo sind die Mittel für die vielen Physiotherapiepraxen, die angeschlossen werden an die Digitalisierung? Ich sehe nichts, sondern ich sehe im nächsten geplanten Gesetz zur Pflegestärkung, dass das voraussichtlich wieder die Versichertengemeinschaft stemmen soll. Und das ist nicht in Ordnung. Das gehört abgestimmt. Da müssen wir andere Prioritäten setzen und dafür sorgen, dass es gerecht und gesamtgesellschaftlich finanziert werden. Auf die weiteren Bereiche der Versorgung und der Pflege werden meine Kolleginnen eingehen. Als nächster spricht der Bundesminister Jens Spahn für die Bundesregierung.